Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Strömungssimulation im Webbrowser von Simscale. Mein Name ist Milad Mafi und ich freue mich, dass so viele von Ihnen heute die Zeit gefunden haben, zu uns zu stoßen. Und bevor wir in die Welt der Simulation eintauchen, würde ich mich gerne kurz vorstellen. Ich arbeite nun seit knapp 4 Jahren als Product Marketing Manager bei der Simscale GmbH und habe in den vergangenen 10 Jahren Erfahrungen gesammelt in der Anwendung von CFD und anderen Simulationstechnologien für verschiedenste Industrien wie Luftfahrtindustrie, aber auch für die Automobilindustrie und Motorsport. Und als Teil meiner Rolle hier bei Simscale veranstalte ich regelmäßig Online-Webinare und Workshops zu verschiedensten Themen, um neue interessierte Nutzer wie Sie in unsere Thematik einzuführen. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam einen Blick werfen auf unsere heutige Agenda. Das Ziel dieses Webinars ist es, Ihnen heute einen grundsätzlichen Einstieg in die Welt der Strömungssimulation zu ermöglichen. Wir werden also darüber sprechen, was ist Strömungssimulation im Groben und vor allem, was für Vorteile ergeben sich daraus für die Produktentwicklung. Im Anschluss werde ich Ihnen Simscale innerhalb von 5 Minuten vorstellen, unsere cloudbasierte Plattform für Simulation im Webbrowser. Und anschließend haben wir 2 Beispiele vorbereitet, einmal aus der Gebäudetechnik und einmal aus dem Ventil- und Anlagenbau. Falls Sie Fragen haben, können Sie diese jederzeit in die Fragebox schreiben und ich werde versuchen, die Frage direkt im Anschluss zu beantworten oder spätestens während unserer Q&A-Session am Ende dieses Webinars. Ja, lassen Sie uns direkt beginnen und ein wenig über die Vorteile von Simulation und CFD sprechen. Als allererstes mal, wofür steht CFD überhaupt? CFD steht für Computational Fluid Dynamics. Und das kann man sinngemäß übersetzen mit numerische Strömungssimulation. Und wie der Name schon sagt, ist der Ansatz von CFD, dass wir dreidimensionale Strömungen simulieren können, indem wir Näherungsverfahren nutzen, um die komplexen dahinterliegenden Gleichungen zu lösen. Der Hintergrund dazu ist folgender, kurz auch für Ihren Wissensschatz. Strömung sozusagen oder ein strömendes Medium wird beschrieben durch die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen. Diese Gleichungen sind Differentialgleichungen, die wir analytisch lösen können. Und stattdessen berechnen wir nur für festgesetzte Punkte und Stellen in unserem Gebiet die Werte, die uns interessieren, wie Druck, Geschwindigkeit und Temperatur. Ich möchte gar nicht so viel über die Theorien der CFD sprechen. Dafür haben wir andere kostenfreie Lernangebote auf unserer Webseite. Einfach auf simscale.com mal schauen. Ich würde mit Ihnen jetzt lieber darüber sprechen, warum Simulation wichtig ist. Und ich finde, ein richtig gutes Beispiel dafür sehen Sie auf der linken Seite. Das ist das Hauptgebäude des Universitätsklinikums in Aachen. Das wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut. Und damals gab es noch keine Simulation. Und das gesamte Gebäude wurde sozusagen händisch ausgelegt. Und das galt auch für das Belüftungssystem innerhalb des Gebäudes. Sie können sich jetzt vorstellen, in so einem Krankenhaus ist die Belüftung relativ wichtig. Auf der einen Seite brauchen Sie spezielle Bedingungen, beispielsweise in Operationssälen, was die Luftreinheit angeht. Auf der anderen Seite wollen Sie aber generell auch den thermischen Komfort für die Patienten erhöhen, insbesondere für die, die in den Betten liegen. Und damals hat man die Auslegung anhand von Tabellenwerken mit Faustregeln gemacht. Das hat auch sonst immer ganz gut geklappt. Nur in diesem Fall hat man dann festgestellt nach der Eröffnung, dass das gesamte Belüftungssystem komplett unterdimensioniert war. Und da in der Bauvorplanung das Ganze nicht berücksichtigt worden war, war kein Platz mehr in den Schächten, um größere Leitungen zu integrieren. Dementsprechend musste ein komplettes zweites HVAC-System, also eine komplette zweite Klima- und Belüftungsanlage, extern um das Gebäude herum gebaut und angeschlossen werden. Das Ganze gilt mittlerweile als architektonisches Wahrzeichen der Stadt, war aber mit hohen Kosten verbunden. Und hätte man damals Simulation eingesetzt, wäre das nicht passiert. Denn die Ursache lag darin, dass in dieser bestimmten Konstellation, für diese spezielle Geometrie, gewisse Bauteile sich nicht mehr so verhalten, wie man es gewohnt war. Und genau hier kann Simulation helfen. Und ein Bauprojekt ist eigentlich ein super Beispiel dafür, wie man Simulation einsetzt. Und das Schöne bei einem Simulation ist, ich kann es ganz am Beginn der Produktentwicklungsphase nutzen. Das heißt, ich kann zu einem Zeitpunkt, wo nicht mal der Rohbau fertig geplant ist, bereits verschiedene Konzepte testen und finde relativ früh heraus, wenn irgendeiner dieser Wege versperrt ist oder nicht in die gewünschte Richtung führt. Und prinzipiell kann Simulation immer aus 2 Rollen heraus eingesetzt werden. Einmal aus der Rolle des Designers, der sozusagen etwas, beispielsweise ein Architekt, der jetzt ein Gebäude plant und dann Simulationen nutzt, um sicherzustellen, dass gewisse technische Anforderungen erfüllt werden. Man kann es aber auch aus der Ingenieurperspektive nutzen, um etwas zu validieren oder zu optimieren, ohne es physikalisch testen zu müssen. Und Simulationen einzusetzen hat viele Vorteile. Und ich würde das gerne
das Ganze gerne eigentlich immer reduzieren auf drei Hauptvorteile. Unterm Strich hilft mir Simulation, Zeit zu sparen. Es hilft mir, Kosten zu sparen und es reduziert das Risiko eines Fehlschlags oder eines Versagens meines Bauteils. Mechanisch, aber auch funktionell. Und das Ganze hat im Grunde zwei Ursachen. Denn das eine, was Simulation oder CF-Strömungssimulation im Speziellen mir ermöglicht, ist es sowohl Annahmen oder zu validieren, also Design zu validieren, als auch diese zu optimieren. Das andere, und das ist vielleicht die viel wichtigere Sache, das Ganze kann ich ja auch theoretisch in einem physikalischen Prüfstand machen. Der Punkt ist, das ist sehr aufwendig und teuer und mit Simulation brauche ich weder einen Prototypen noch einen Prüfstand. Ich würde Ihnen jetzt gerne einfach beispielsweise für zwei Branchen, die einfach mal die exemplarischen Vorteile nennen, die der Einsatz von Simulation hat. Als allererstes für die Gebäudetechnikbranche, für diesen Bereich AEC, also Architektur, Engineering und Konstruktion. Und als allererstes ist ein Anwendungsgebiet, die gerade schon angesprochenen Belüftungssysteme und deren Komponenten. Diese können validiert und optimiert werden. Und ich kann dabei einzelne Segmente optimieren und simulieren, als auch gesamte Systeme und ihre Wechselwirkungen mit der Umgebung. Beispielsweise, wie die Luft sich erst innerhalb eines Belüftungsschachts verteilt und dann austritt aus einer Öffnung und innerhalb eines Raums verteilt. Das Ganze kann ich, wie gesagt, nutzen, die Leistungsfähigkeit oder die Performance, wie man so schön sagt, meiner Klimakältetechnik zu verbessern. Ich kann es aber auch nutzen, um beispielsweise die Effizienz zu erhöhen, indem ich versuche, den gleichen Effekt zu erreichen bei geringeren Massenströmen oder geringeren oder höheren Einlasstemperaturen. Simulation wird aber auch eingesetzt für äußere Effekte. Beispielsweise haben wir bei größeren Gebäuden oder Brücken Windkräfte auf Fassaden, diese wirken und können die Statik beeinflussen. Und insbesondere für große Gebäude ist Simulation oft die günstigere Alternative als der Windkanaltest mit Modellbau. Und man kann Simulation, auch das werden wir uns auch in einem unserer Beispiele später sehen, auch nutzen, um beispielsweise die Luftqualität zu verbessern oder sogar um Kontaminationslevels und Kontaminationsverbreitung zu steuern und zu optimieren. Ja, eine andere Industrie, wo wir sehr, sehr viele erfolgreiche und zufriedene Kunden haben, ist der Bereich elektronische Geräte. Und dort wird Simulation hauptsächlich genutzt, um aktive und passive Kühlungsstrategien zu vergleichen. Wenn ich beispielsweise ein Elektronikgerät habe, einen Computer, dann gibt es ja die Möglichkeit, einen Lüfter zu nutzen, um sozusagen konvektiv zu kühlen. Man kann aber auch nur die natürliche Konvektion nutzen und arbeitet ohne Kühler. Und das kann man eben in der Simulation sehr einfach und schnell vergleichen. Man bekommt dann nicht nur sozusagen konkrete Ergebnisse in der Kühlrate, sondern die Ergebnisse helfen auch noch zu verstehen, warum das System sich verhält, wie es verhält. Und das Ganze kann dann eben auch weiterführend genutzt werden, um Materialentscheidungen sozusagen zu prüfen. Also ist es jetzt notwendig, zum Beispiel den Kühlkörper aus Kupfer zu machen oder kann man aus einem anderen Metall machen? Man kann das Ganze nutzen, um die Gehäuseabmessung zu optimieren und die richtige Stelle zu finden oder die richtigen Orte zu finden, wo man Lüfter, Wärmeanker oder andere Bauteile positioniert. Von dem, was ich mir jetzt erzählt habe, müssen Sie ja denken, Simulation, das klingt ja super und die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich davon ausgehen, dass Simulation ein Standardwerkzeug ist. Dem ist aber bei Weitem nicht so. Es ist zurzeit immer noch so, dass eigentlich Simulation eine Nische darstellt und weniger als 5% der Ingenieure Simulation nutzen. Und dafür gibt es verschiedenste Gründe. Und damals, als SimSil gegründet wurde, haben wir uns gefragt, woran kann das liegen, und unserer Meinung nach lag es an drei Hauptursachen. Das erste war, dass man, um Simulation einzusetzen, extrem hohe initiale Kosten oder initiales Investment hatte. Man musste die Softwarelizenzen kaufen, die sehr teuer waren, musste Hardware kaufen und oftmal war das eine Investition, die schwierig zu rechtfertigen war für ein kleines Unternehmen. Insbesondere, wenn die Simulationslösung nicht permanent eingesetzt werden soll. Das andere ist eng damit verwandt, das haben wir mal Zugriffsbarriere genannt. Da geht es nämlich darum, dass selbst wenn ich die Software und die Hardware habe, ich Spezialisten brauche, die das Ganze aufsetzen. Ich muss die Computer, die Server miteinander verbinden, um einen Computercluster zu erzeugen, um die Rechenleistung zu haben. Ich muss einen Lizenzmanager installieren. Ich brauche wieder eine spezielle Workstation mit einer Grafikkarte, um die grafische Auswertung zu machen. Und das Ganze ist ein großer Overhead, insbesondere wieder für kleine Unternehmen. Und der letzte Punkt, und das ist in meinen Augen vielleicht sogar der wichtigste, die meisten Simulationswerkzeuge sind designt worden, um von Simulationsexperten angewendet zu werden. Wir glauben hingegen, dass Simulation ein Werkzeug ist, das insbesondere diejenigen, die konstruktiv tätig sind, nutzen sollten. Und daher wurde SimScale auch optimiert und ausgelegt dafür, dass es genutzt wird durch Leute, die ihr Problem wissen und sich mit dem Problem auskennen, nicht aber mit Simulation.
Und um diese drei Probleme zu lösen oder Barrieren zu lösen, haben wir SimScale ins Leben gerufen. SimScale ist die erste weltweite Cloud- und webbasierte Simulationsplattform. Das heißt, Sie brauchen nur einen Standard-Webbrowser und eine Internetverbindung und können über Ihren Webbrowser auf unsere 3D-Simulationsplattform zugreifen. Die gesamte Rechenleistung kommt aus der Cloud. Aber dazu kommen wir jetzt, nämlich zu den Vorteilen unserer Lösung. Als allererstes ist SimScale, was wir immer so schön sagen, ein All-in-One-Tool. Also Sie können sämtliche Simulationsdisziplinen, Festigkeitsberechnung, Strömung als auch Thermodynamik in einer Benutzeroberfläche durchführen. Und es gibt kein Kompetenzmodell. Jeder Nutzer hat die gleichen Features und Sie brauchen keine speziellen Lizenzen oder Upgrades, wenn Sie noch weitere Simulationsdisziplinen durchführen wollen. SimScale ist zudem sehr, sehr schnell und einfach. Dank der Tau-Technologie kann es auf jedem Gerät von überall eingesetzt werden, solange ich eine Internetverbindung habe. Und da ich in der Cloud bis zu 96 Prozessoren nutzen kann, werden die Ergebnisse deutlich schneller berechnet als bei einer Inhouse-Lösung mit einer Workstation. Durch unseren cloud-basierten Ansatz haben wir auch Echtzeit-Support, und zwar über Chat, Telefon und E-Mail. Dabei können Sie beispielsweise Berechnungsprojekte direkt mit unserem Support teilen. Zusätzlich bieten wir Consulting, Webinare und Training an, abgestimmt auf unsere Plattform. SimScale ist zudem sehr interessant vom Preismodell, denn prinzipiell ist es kostenfrei. Wir haben unseren Community Plan, dieser ist gänzlich kostenfrei, mit dem können Sie prinzipiell so viel simulieren, wie Sie wollen. Die einzige Beschränkung ist, dass Ihre Simulationen dann öffentlich sind und Teil unserer Simulationsbibliothek werden. Und diese kann dann wiederum, das ist das Stichwort Kollaboration, von anderen Nutzern verwendet werden, um eigene Simulationen zu erstellen. Trotz der ganzen Vorteile, die sich aus der Cloud ergeben, sind auch viele Leute verunsichert, was die Sicherheit angeht. Und da kann ich Sie beruhigen. SimScale verschlüsselt die Daten mehrfach mit der AES-Verschlüsselung. Und im Zweifel ist es so, dass wir auf Ihre Daten auch nicht zugreifen können, ohne Ihr Einverständnis und ohne Ihr Passwort. Lassen Sie uns abschließend einfach nochmal ein paar Branchen anschauen, wo SimScale und CFD-Simulation eingesetzt wird. Neben der bereits angesprochenen Gebäude- und Elektronikindustrie ist es insbesondere im Energiesektor, wo man beispielsweise Windkraftanlagen optimieren kann. Wir haben auch Kunden im Automobilbereich. Dort sind oft Anwendungen im Bereich der Peripherieentwicklung zu nennen, beispielsweise die Entwicklung von Abgasrückführungsventilen. Wir haben sogar Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, die deutsche Firma Avionik Straubing beispielsweise, die für Oldtimer-Flugzeuge moderne Avionik bereitstellt. Wir haben auch Kunden aus den Bereichen Gesundheitsvorsorge oder Biomedizintechnik, Konsumergüter und Anlagenbau, wie beispielsweise Pumpen und Ventile. Ja, nachdem ich mit Ihnen jetzt ein wenig über die SimScale-Plattform und die Vorteile von CFD gesprochen habe, würde ich mit Ihnen gerne zwei beispielhafte Case Studies durcharbeiten, die zeigen, wie unsere Kunden Simulationen einsetzen in ihrem täglichen Geschäft. Ursprünglich hatten wir ja drei Beispiele angekündigt. Ich habe jetzt im Vorfeld zu dem Webinar von verschiedenen Teilnehmern Anfragen bekommen, ob wir über das und jenes Thema reden können, und daher haben wir uns entschlossen, lieber zwei Themen dafür ausführlicher zu betrachten. Und unser erstes Thema wird sein, oder unser erstes Beispiel ist, wie man Strömungssimulationen verwenden kann, um die Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz einer Radialpumpe zu verbessern. Und das ist so eine ganz typische Disziplin, wo SimScale von den Kunden eingesetzt wird. Sie sehen hier die Geometrie. Und ich würde jetzt allererstes einmal gerne zeigen, wie das Ganze dann live aussieht, und danach schauen wir uns gemeinsam die Ergebnisse an. So, ich bin jetzt auf simscale.com. Sie sehen, ich bin hier im Webbrowser. Und ich öffne jetzt dieses Projekt. Und gleich auf magische Art und Weise werden Sie sehen, öffnet sich hier dieses 3D-Programm. Das ist jetzt SimScale. Sie sehen hier auch unsere neue sogenannte Workbench, unsere neue Benutzeroberfläche. Und das ist natürlich schon ein Projekt, das ich einmal vorbereitet habe, beziehungsweise ein Kollege von mir vorbereitet hat. Wir haben grundsätzlich drei sogenannte Tabs: Geometrie, Netz und Simulation. Geometrie, dort laden Sie eben Ihre CAD-Modelle hoch. Unter Meshes auf Deutsch Netze diskretisieren Sie diese, also Sie zerlegen das Modell in kleine Volumen und diese entsprechend dann sozusagen der lokalen Genauigkeit der Simulation. Anschließend können Sie Simulationen aufsetzen, durchführen und auswerten. Schauen wir uns erstmal die Geometrie an. Das ist unser Base Design, also unser Ausgangsdesign. Wichtig ist immer, dass man die Strömung simuliert. Das in diesem Fall brauchen wir das Volumen in der Pumpe. Und zusätzlich haben wir hier noch so ein Dummy, nennt sich das, ein MRF-Dummy. Dieses Volumen nutzen wir später,
um die radialen Strömungskomponenten hinzuzufügen in der Simulation. Wir können jetzt auch mal reinschauen. Ich kann zum Beispiel diese Fläche hier entfernen. Und dann sehen wir auch in das Volumen rein und können hier die Schaufeln erkennen. So, der nächste Schritt ist, dass man das Ganze vernetzt. Dafür gehe ich auf Mesh. Und das Schöne ist, das Vernetzen kann man bei uns verschiedensten Operationen machen, je nachdem, was man simulieren will. Man kann das vollautomatisch machen oder komplett manuell. So, das Netz lädt jetzt gerade. Das sehen Sie, es dauert jetzt manchmal ein paar Sekunden. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass wir gerade mehrere Gigabyte an Daten haben. Und das ist jetzt das fertige Netz. Dieser Dummy ist auch verschwunden, wie gesagt. Den haben wir nur gebraucht, das Volumen innerhalb zu markieren. Und jetzt sehen Sie auch schon das Netz. Diese Elemente werden dort feiner, Nähe von Kanten, dort, wo man größere Änderungen der Strömung erwartet. Und wenn man das gemacht hat, kann man im letzten Schritt die Simulation aufsetzen. Ich zeige das einfach mal exemplarisch. Man wählt dafür erstmal aus, was man untersuchen will. In unserem Fall war es Strömung inkompressibel. Dann wählen so ein paar globale Parameter aus, wie das Turbulenzmodell soll verwendet werden, wollen Sie stationär rechnen oder instationär. Und wenn Sie das gemacht haben, können Sie die Strömung auf, Simulation aufsetzen. Man bestimmt, welches Netz man nutzen möchte, welches Fluid durch das Bauteil strömt, in dem Fall Wasser. Und dann vergibt man verschiedene Bedingungen, beispielsweise die Einlassrandbedingungen hier oben, wo die Strömung mit 0,18 Kubikmeter pro Sekunde eintritt, die Auslassrandbedingungen, wo ein Gegendruck von 0 Pascal definiert ist, und die Oberseite des Gehäuses und der Schaft rotieren natürlich, und dementsprechend hat man dann hier eine rotatorische Geschwindigkeit definiert. Wenn man das alles gemacht hat, kann man die Simulation starten. Und hier sieht man ja, die hat ungefähr 5 Stunden gerechnet auf, ich glaube, 16 Prozessoren wurden hier ausgewählt. Und anschließend kann man die Ergebnisse vergleichen, indem man beispielsweise hier auf Simulation Runs geht, Run 4 auswählt. Und dann kann ich mir die Konvergenzverlauf angucken, also wie meine Simulation sozusagen immer genauer geworden ist mit jeder Iteration. Ich kann aber auch mir die Kräfte visualisieren lassen. Beispielsweise die Kräfte, die auf dem die Kräfte, die dann in der Welle wirken. Hier sieht man die Druckkraft in X-Richtung zum Beispiel, die entsprechenden Momente. Ich kann aber auch natürlich mir die 3D-Simulationsergebnisse anschauen. Das dauert manchmal bis zu einer Minute, bis die Daten geladen sind, weil es, wie gesagt, mehrere Gigabyte an Daten sind. Diese werden aber auch nicht vollständig übertragen, sondern aufbereitet bei uns auf unseren Cloud-Maschinen, und dann können Sie eigentlich praktisch in Echtzeit das Modell interaktiv auswerten. Solange das lädt, gehen wir mal zurück auf unsere Folie. Und wie gesagt, wir wollten im allerersten Schritt die virtuell sozusagen unsere Ausgangsdesign vermessen, und die Ergebnisse sehen dann so aus. Hier sehen wir jetzt mal einen Schnitt, wo die Strömungsgeschwindigkeit visualisiert ist. Blau steht für niedrige Strömungsgeschwindigkeit und rot für hohe. Und wir sehen direkt, dass wir die Strömungsablösung haben. Und zwar einmal zwischen den Schaufeln, aber auch an dem Übergang zwischen Welle und Gehäuse. Und wenn wir jetzt die eben 90 Grad kippen, sehen wir auch genau, wie diese Ablösung genau entstehen. Sozusagen die Strömung löst sich von der Unterseite der Schaufeln, und hier in dem Bereich sozusagen pumpe ich ins Leere, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was wir im Anschluss gemacht haben, wir haben jetzt basierend darauf 6 Designvarianten abgeleitet, 5 Designvarianten. Oben links sieht man die Ausgangsdesign und dann die verschiedenen Modifikationen, und dabei wurde natürlich nicht nur die Schaufel modifiziert, sondern auch entsprechend das Gehäuse. Und dieses Simulationsergebnis schauen wir uns jetzt an. Links auf der Grafik sehen Sie jetzt die Zusammenfassung der verschiedenen Simulationsläufe. Wir haben dann für die 5 verschiedenen Designs jeweils für verschiedene Massenströme die Simulation durchgeführt und die Ergebnisse dann für ausgewählte Designs aufgetragen. Und jetzt sehen Sie sozusagen die Leistung gegenüber dem Volumenstrom, und da sieht man, dass Design Nummer 5 beispielsweise die höchste Effizienz hat, und dies auch ein absolutes Maximum erreicht für Massenströme zwischen 0,1 und 0,12 Kilogramm pro Sekunde.
Kubikmeter pro Sekunde. Ström, Entschuldigung. Und im Vergleich gerade dazu mit dem Base Design, das ist in Gelb, sieht man ja, hat man A deutlich weniger Leistung, aber auch weniger Effizienz. Und wenn wir uns jetzt von diesen paar Designs mal im Detail anschauen, wie das Strömungsfeld aussieht, sieht man, dass ich immer noch die Ablösung habe, diese aber geringer ist und die Strömung besser um die Schaufeln sozusagen sich bewegen kann. Im Schnitt erkennt man, dass die Ablösung sich zwischen den Schaufeln stark verringert haben. Vorher war der ganze Bereich dunkelblau, jetzt haben wir so einen kleinen, wirklich eine starke Ablösung hier in so einem kleinen Bereich und der Rest ist praktisch gar nicht mehr abgelöst, sondern noch in Bewegung. Und was man auch noch machen kann, ist beispielsweise, dass man das Kavitationsrisiko ableitet. Kavitation bezeichnet einen Effekt, wo sich sozusagen Gasblasen bilden in einer Kreiselmaschine oder in einer Pumpe. Und das kann man direkt berechnen auf Basis der Dichte und der Einlassgeschwindigkeit. Und dann sieht man eben die Bereiche visualisiert, wo erhöhte Kavitationsgefahr besteht. Ja, wenn man jetzt das alles zusammenfasst, hat das Aufsetzen der Simulation inklusive der Modifikation der Geometrien, der Vernetzung, allem anderen ungefähr 3 Stunden manuelle Arbeit gekostet. 6 Stunden mussten die Simulation rechnen und insgesamt wurden 600 Core-Hours pro, also 600 Äquivalenzeinheiten von Rechenzeit pro Simulation verbraucht. Und es war jetzt möglich, die Effizienz erstmal von 64 auf 85% zu steigern. Wir haben aber auch verstanden, wann das System mit Kavitationsprobleme bekommen könnte und vor allem viel Zeit gespart im Vergleich zum physikalischen Experimentieren und Weiterentwickeln. Ja, wie gesagt, wenn es da Fragen dazu gibt, ich habe jetzt einige schon im Chat beantwortet und ansonsten können Sie die auch gerne per E-Mail schicken. Jetzt haben wir noch eine zweite Kiste hier aufgebaut. Ich habe ja vorhin gesagt, wir machen heute Anlagenbau und Gebäudetechnik. Und das zweite Beispiel ist aus der Gebäudetechnik. Und jetzt geht es konkret darum, die Belüftung zu optimieren in einer industriellen Fertigungsanlage. Das Ganze können wir jetzt mal jetzt exemplarisch vorstellen. Es ist irgendeine Anlage, irgendein Werk. Und was dort passiert ist, dass man Stationen hat, wo Bauteile beschichtet werden. Das heißt, diese Bauteile wandern dann hier dieses Band lang, gehen in diese Beschichtungsanlage, die natürlich offen ist. Und aus diesen Öffnungen kann der Dampf dann austreten, der Flüssigkeiten, die zum Beschichten genutzt werden. Und es ist so, dass natürlich auch die Teile zum Trocknen hier in dem grünen Bereich, erzeugen auch ein wenig an Ausdünstung, aber der Hauptteil der giftigen Gase oder giftigen toxischen Bestandteile kommt hier direkt aus der Beschichtungsanlage. Und die Frage war jetzt, wie kann man oder wie muss man die Ein- und Auslässe für die Belüftung positionieren und welche Massenströme braucht man, um sicherzustellen, dass innerhalb des ganzen Gebäudes oder in den Bereichen, wo sich Menschen bewegen, toxische Grenzwerte nicht überschritten werden. Und im allerersten Schritt dafür wurde auch wieder eine Strömungssimulation gemacht. Das Vorgehen ist relativ ähnlich wie bei dem Beispiel mit dem Ventil. Ich werde es da jetzt nicht nochmal zeigen. Sie finden das Beispiel aber auch genau wie das Ventilbeispiel unserer Simulationsprojektbibliothek. Und nachdem die Simulation abgeschlossen wurde, im ersten Schritt hat man angefangen, das Ganze mal auszuwerten. Jetzt sehen wir hier einen Schnitt ungefähr auf ja, Brusthöhe, Bauchhöhe der Arbeiter, wo man jetzt mal die Strömungsfeld visualisiert sieht. Und wieder stehen blau für geringe Strömungsgeschwindigkeiten, rot für Höhe. Und man sieht jetzt direkt wieder, dass es zwar Bereiche gibt, und zwar insbesondere da, wo die Ein- und Auslässe sind, wo ich starken Zug habe, aber in anderen Bereichen, gerade um die Beschichtungsmaschine herum, aber auch auf der Rückseite des Lagers, die Strömung praktisch stillsteht und dort können sich dann diese toxischen Bestandteile aktivieren. Zudem habe ich Strömungsablösung, beispielsweise hier in dem Bereich hinter der Beschichtungsanlage. Und das Ganze ist eben sehr negativ, weil es A nicht dazu führt, dass die kontaminierte Luft abgeführt wird, sondern B im Gegenteil dazu führt, dass sich die kontaminierte und unkontaminierte Luft stärker mischen. Wenn wir jetzt die ganze Ebene mal drehen und sozusagen direkt schneiden auf Höhe des Förderbandes, dann sehen wir, wie das Strömungsgebiet dort aussieht. Wir haben hier einmal diesen Strahl an Frischluft, der eingeblasen wird durch den Auslass hier oben. Und dann sieht man aber, dass das Ganze sozusagen zirkuliert dann in der Ecke auf der anderen Ecke des Raumes.
Und ich an vielen Stellen die Abgase überhaupt nicht richtig absauge aus diesen Öffnungen hier. Und es wird noch deutlicher, wenn ich jetzt Stromlinienzivilisierung nehme. Man sieht jetzt ganz deutlich, dass ganz viel von der Strömung aus dieser Beschichtungsstation super langen Weg geht, bevor es dann endgültig erst abgesogen wird. Und diese Strömungsform, die ist sehr, sehr ungünstig. Und die müsste man beheben. Man möchte ja die kontaminierte Luft direkt aus diesen Beschichtungsanlagen bekommen in das Abluftsystem. So, wenn man jetzt nicht visualisiert, das kann man mit Simulation nämlich auch machen, wie dieser Partikel oder wie dieses giftige Substanz transportiert wird innerhalb der Luft, dann können wir uns einfach die Konzentrationsverteilung ansehen. Und diese ist so gewählt worden, dass grün sozusagen in Ordnung ist und rot ist über dem Grenzwert. Und man sieht direkt, dass insbesondere zur hier mit Südseite, also hier in dem Bereich, ich ein Riesengebiet habe mit einer toxischen Konzentration. Und hier dürfte nach Arbeitsschutz nur unter Vollmonitor gearbeitet werden, was mit Kosten auch verbunden ist. Deswegen ist die Frage jetzt, wie kann man das Design modifizieren, um diesen Bereich auch grün zu bekommen? Und nochmal das Ganze jetzt mit, es ist ISO-Volumen visualisiert, also nicht mit der Schnittebene, sondern dieses Volumen jetzt stellt den geschlossenen Bereich dar, in dem toxische Bedingungen vorherrschen. Und de facto sieht man ja nicht nur, es ist nicht nur der gesamte Boden betroffen, sondern eben sogar die Decken und Bereiche zwischen Einlässen und Auslässen. Genau, und jetzt haben wir einfach mal das Ganze modifiziert und haben A, so eine Absaugschiene über die Anlage selber gebracht und haben die Strömungsrate reduziert an dem Auslass, der hier vorne ist. Wenn man sich jetzt die ganzen Ergebnisse nochmal anschaut, dann sehen wir hier einmal wieder exakt die gleiche Ebene mit den Geschwindigkeitsverteilungen. Was direkt auffällt, ist, in der Nähe der Beschichtungsanlage haben wir jetzt kein Totwassergebiet mehr. Das wurde erfolgreich sozusagen reduziert. Und ich habe jetzt zwei starke Winde, die direkt an dieser Beschichtungsanlage heranströmen. Ich habe immer noch leichte Ablösungen hier im Bereich der Lagerung. Aber das Ganze, wie wir gleich sehen, wirkt sich jetzt nicht so schlimm aus wie im letzten Fall. Insbesondere, wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie die Strömung denn aussieht, wie da jetzt direkt an den Beschichtungsanlagen sehe ich, dass durch das Einbringen dieser zusätzlichen Absaughutze jetzt ich hohe Strömungsgeschwindigkeiten in der Nähe habe von den Ein- und Auslässen der Beschichtungsanlagen und dementsprechend die Luft direkt abgesogen wird. Das Ganze wird auch deutlich, wenn ich jetzt nochmal die Stromlinien visualisiere. Hierbei nehmen jetzt die Luft sozusagen viel direkteren Weg aus den Beschichtungsstationen zu den Auslässen. Und wenn wir jetzt abschließend nochmal die gleiche Visualisierung nehmen und uns die Bereiche visualisieren lassen mit toxischen Bedingungen, sehen wir, dass ich nur noch direkt in der Nähe am Auslass toxische Bedingungen habe von der Anlage. Ansonsten ist alles drumherum sicher von den Grenzwerten. Und wenn ich mir jetzt die Konturen anschaue mit dem ISO-Volumen, ist nur der unmittelbare Bereich hinter den Straßen. Nur da sollte man vielleicht nicht seinen Kopf unbedingt reinstecken. Ansonsten ist jetzt alles sicher. Und das Schöne ist jetzt, wenn ich das Ganze zusammenfasse und vergleiche mal anschaue, sehe ich wirklich, wie einige kleine Änderungen, die weder konstruktiv teuer sind, zumindest wenn man sie rechtzeitig plant, noch besonders aufwendig, sozusagen das globale Strömungsverhalten massiv verändert haben. Und wir sehen auch vor allem, was sehr interessant ist ja eigentlich, sozusagen eine Änderung in einem kleinen Bereich des Gebäudes zu einer Änderung der gesamten Strömung global im Gebäude führen kann. Hier nochmal der Vergleich. Auf der einen Seite haben wir hier die Beschichtungsanlagen im Totwassergebiet und hier sind sie sozusagen umgeben von schneller Strömung. Und hier nochmal im Vergleich die Konzentrationsunterschiede mit toxischen Substanzen in der Luft. Und wenn wir das Ganze mal quantifizieren wollen, mit der Design Nummer 1 sind 154 Quadratmeter der Grundfläche der Halle über der erlaubten Grenzwert und mit der neuen Absaugung sind es nur noch 4 Quadratmeter unmittelbar in Nähe von den Beschichtungsanlagen. Ja, wenn man es zusammenfasst, ja, haben wir 2 Stunden an Arbeit ungefähr reingesteckt, die Simulation vorzubereiten. 5 Stunden die Simulation gedauert in Echtzeit, aber wurden 150 Computing Hours verbraucht.
Wir haben es geschafft, das Design entscheidend zu verbessern. Es erfüllt jetzt die Anforderungen der Norm. Das Ganze ging sehr, sehr schnell, also innerhalb von einem Tag. Und ja, wir konnten massiv die Leistungsfähigkeit der Absaugung verbessern. Ja, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir eine große Freude, heute Sie durch dieses Webinar zu begleiten. Falls Sie noch zusätzliche Fragen haben, die Sie jetzt noch nicht geschrieben haben, können Sie mich auch per E-Mail erreichen unter mmafi@zinsker.com. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bis bald, bleiben Sie uns treu. Bis dahin, tschüss!